So, vielen lieben Dank, dass ihr am Nachmittag den Weg hier noch gefunden habt. Freut mich doch auch zu dieser späten Stunde noch ein paar bekannte und neue Gesichter zu sehen. Mein Name ist Jan Thiel, vielen Dank für die Einführung. Ich bin, so nennt man es im Neudeutschen, glaube ich, am idealsten DevOps. Das heißt, ich bin eigentlich Programmierer ursprünglich und mache jetzt nur noch Hosting und Serverbetreuung, beziehungsweise den Betrieb und praktischerweise von WordPress. Wenn man sich so im Leben mit größeren, mittleren, kleineren Firmen, Webseiten, Projekten auseinandersetzt, dann kommt man halt an viel vorbei. Vielen Dingen, die einem die Augen öffnen, viele Dinge, die einem den Atem rauben und viele Dinge, die man gerne mit anderen teilen möchte, weil es doch Kleinigkeiten sind, die das Leben von vielen besser machen können. Was ich in dieser Zeit leider genauso oft sehe, sind immer wieder unendlich viele Werbeversprechen von Firmen, die einem anpreisen, wir haben den heiligen Gral. Gegen Haarausfall, gegen langsame WordPress-Seiten. Wenn man sich nun aber ein bisschen mehr mit der Thematik beschäftigt, wenn man in die Technik einsteigt, wenn man anfängt, Dinge zu hinterfragen, dann kann man solche Sachen recht schnell entlarven. Den Titel Mythbusters habe ich in diesem Fall sehr bewusst gewählt, weil es einfach wirklich darum geht, Mythen zu entlarven, aufzudecken, zu zeigen, was steckt hinter dem Marketingversprechen und bringt es euch wirklich was. Im Idealfall habt ihr in einer halben Stunde ein grobes Verständnis dafür, was WordPress-Performance heißt, und zwar nicht in dem Philosophischen, den Kaspar Hübinger uns vorhin nahegebracht hat, sondern in einem technischen Sinne. Quasi auf der Ebene darunter, die er nicht angehen wollte, sowie zwei Ebenen weiter darunter. Sollte ich zu technisch werden, stellt kurze Fragen, gerne während des Vortrags oder auch am Ende. Es könnte sehr technisch werden, aber das gehört dazu und ich glaube, dafür sollte keiner von euch Scheu haben. Nach diesem kleinen Intro eine Pyramide. Eine Pyramide, die mit Dingen gespickt ist, an denen ihr alle wahrscheinlich schon mal vorbeigekommen seid. Es sind die einzelnen Bestandteile, die euren Server ausmachen, die euer Hosting ausmachen und auf denen WordPress nachher läuft. Wenn man sich jetzt anschaut, was langsam sein kann, ist das wie bei einem Auto. Wenn man sagt, das Auto ist langsam, warum ist es langsam? Na, was kann langsam sein? Die Reifen können langsam sein, der Motor kann langsam sein. Vielleicht habe ich vergessen, meine Frontscheibe einsetzen zu lassen und der Luftwiderstand ist zu hoch. Dasselbe ist bei WordPress der Fall. Es gibt sehr viele Ebenen, auf denen etwas langsam oder nicht performant sein kann. Die Kernfrage ist jetzt natürlich, welche dieser Ebenen sollte man angehen? WordPress selbst läuft auf der mittleren Ebene, quasi als Software, die auf PHP und MySQL aufbaut. Und auf WordPress drauf sitzen dann wiederum eure Themes. Themes im Sinne von einer Ansammlung von HTML, CSS, JavaScript. Einfach mal wirken lassen und im Hinterkopf abspeichern oder gleich wieder vergessen. Nun, bevor wir noch ein wenig in die Technik eingehen, habe ich hier ein kleines Schaubild zum Thema, wie läuft denn überhaupt eine Anfrage zu einer WordPress-Seite gemacht. Das als Verständnis, was passiert denn, wenn der User in seinem Browser eingibt nürnberg.wordcamp.org. Der Browser geht an den Server, der Server in dem Fall der Webserver. Der Webserver denkt, okay, nett, kann ich nichts mit anfangen, ich habe hier ein WordPress sitzen, schiebt es weiter an WordPress. WordPress selber merkt, ja, okay, habe ich da, muss ich weiterschieben. Sprich, wir haben sehr, sehr viele Spieler, die in diesem Zyklus aktiv werden. Wir haben sehr viele Zwischenstufen, die durchlaufen werden. All diese Zwischenstufen kosten Zeit, Leistung. Und all diese Zwischenstufen muss man sich betrachten, wenn man überlegt, wo kann ich denn optimieren? Und wo macht es Sinn? Optimierung, das vorweg, kann eine verdammt teure Sache sein. Oder extrem günstig, wenn man weiß, wo man optimiert und wo es sinnvoll ist. Ich möchte jetzt einfach mal kurz diese Kette durchgehen, und zwar sehr technisch, und die einzelnen Komponenten, die wir uns hier angeguckt haben, performance-technisch beleuchten. Dabei ist nämlich immer die Frage, was ist denn gerade langsam? Ich habe mir spaßeshalber mal die Mühe gemacht und habe mit Profiling-Tools und Analysewerkzeugen eine WordPress-Seite genommen und genau diese Schritte nämlich analysiert. Sprich, wo wird wirklich Leistung benötigt, wo ist etwas imperformant und wo kann man natürlich was sparen? Was wir hier haben, ist die Antwort auf die Frage, ist mein Server zu langsam? Server im Sinne von Hardware, CPU, Arbeitsspeicher, Festplatte. Das ist einfach ein echtes Beispiel aus einem unserer Systeme. Das oben links ist die CPU-Auslastung. Wie man sieht, ist dort quasi nichts los. Wenn ihr also auf den Gedanken kommt, dass euer dedizierter Server zu langsam ist, seltenst. Aktuelle Hardware hat so viel Performance, dass ihr eine Hochlastseite vielleicht mal irgendwie in Ausleistungsszenarien kommt, wo es interessant wird, bei kleinen und normalen WordPress-Seiten geschenkt. Wenn ihr es da schafft, moderne Server-CPUs auszulasten, macht ihr irgendwas verkehrt.
Der zweite Bereich unten rechts, Arbeitsspeicher. Auch da muss ich einmal kurz zeigen, was die Auslastung ist. Das ist hier unten der grüne Bereich, also massig Luft nach oben. Auch in der Regel ein Fall, werdet ihr keine Probleme mit haben für eure normalen WordPress-Welten. Wo gehen wir also weiterhin? So, wir sind jetzt bei der Pyramide in der untersten Ebene. Der User fragt die Seite an. Wo könnten wir also weiterschauen, wenn wir den Webserver schon ausgeschlossen haben auf Hardware-Ebene? Naja, gucken wir doch einfach mal, was passiert, wenn man eine reine HTML-Webseite lädt. Sprich, reines HTML auf dem Server und nichts dazwischen. In diesem Fall ist das Beispiel mit den Chrome Developer Tools extrahiert. Ein nettes Werkzeug, um sich mal ein Bild davon zu verschaffen, wie lange halt dann seine Seite lädt. Und in dem Fall eine total simple HTML-Seite, Twitter Bootstrap rein, ohne große Anforderungen, 100 Millisekunden. Okay, da scheint es also keine Probleme zu geben. Das scheint nicht langsam zu sein. Auf demselben Server jetzt einfach mal ein WordPress. Okay, das sieht anders aus. Einerseits ist eine Null hinten angekommen, wir sind also bei einer Sekunde statt 100 Millisekunden. Und darüber hinaus haben wir auch 61 Requests statt halt wenig. Requests sind die Anfragen, die halt an Dateien, Bildern, CSS, JavaScript und hergeschickt werden. Ist in dem Fall, kann man sich anschauen, kann schlimm sein, muss es aber nicht. Nun ist also die Frage, was passiert dazwischen? Wo ist der Unterschied zwischen einer normalen HTML-Seite und WordPress? Was macht das Ganze um den Faktor 10 langsamer? Wenn man sich da jetzt mit weiteren Tools einfach mal einen Einblick verschafft und fragt, ja, was passiert denn in dieser Sekunde? Das ist nämlich die Kernfrage, die man sich stellen sollte. Was passiert in dieser Sekunde und was kann ich davon schneller machen? Dann kriegt man eine schöne Grafik raus, die im Endeffekt zeigt, 600 Millisekunden der gesamten Ladezeit ist in PHP. PHP berechnet eure Seiten, PHP macht, dass das Theme geladen wird, PHP lädt die WordPress-Funktion, jedes eurer Plugins ist über PHP eingebunden und arbeitet dort. Okay, 600 Millisekunden, das sind 60% der gesamten Ladezeit. Wenn ich also irgendwas optimieren möchte, dann doch bitte da. Hier oben drauf, MySQL, das sind die Datenbankabfragen. Das sind die Daten, die Werte, alles, was ihr dort eingespeichert habt, die WP-Options, sprich Einstellungen, die ihr macht. Weitere 200 Millisekunden gehen da drauf. Was dann noch bleibt, 800 bis 1000 Millisekunden, sprich 100 bis 200 Millisekunden, das ist relativ gering. Das ist nämlich die Zeit, die der Server braucht, um die Daten anzufragen und die Daten wieder zurückzuschicken. In dem Fall, wenn ich euch jetzt frage, wo würdet ihr optimieren, was würdet ihr machen? Ihr würdet euch das PHP angucken, richtig? Verzeihung, eine Unterbrechung, jemand möchte noch was dazu sagen. Bevor wir jetzt an konkrete Performance-Optimierungsmechanismen gehen und uns auch einmal im konkreten Beispiel anschauen, warum in der Werbung so viel Scheiße erzählt wird und warum sie euch überhaupt nichts bringen, sind da noch drei Annahmen, die ich jetzt aufgrund der Zeit nicht weiter ausführen möchte, beziehungsweise nicht detailliert darstellen kann. Aber wir müssen davon ausgehen, dass WordPress an sich recht performant ist, was es tut. Da sitzen Leute dran, die Ahnung haben von dem, was sie tun. WordPress selber auf einer nackten Seite ohne Plugins und Themes wird niemals so viel Zeit brauchen, wie ausgestattet mit Themes und Plugins. Das vorweg. Das zweite ist, wenn man sich fragt, wo man denn optimieren kann. Wenn ich Themes und Plugins von irgendwelchen Drittanbietern habe, ThemeForest oder irgendwas, dann kann ich an deren Code erstmal nichts ändern. Kann heißt, natürlich kann ich es machen. Es wäre aber saudämlich, weil jedes Update diesen Code natürlich wieder überschreibt. Gibt es da einen Nutzen, eigenen fremden Code zu bearbeiten? Nicht wirklich. Sprich, klare Empfehlung, lass die Finger davon. Muss man als gegeben hinsehen und die Entscheidung da wäre dann eher ein anderes Theme oder ein anderes Plugin zu verwenden, statt in deren Code reinzugehen. Oder den Autor dazu zu bewegen, seinen Code besser zu machen. Man kann den bestehenden Code natürlich auch durch ein Plugin verbessern, wenn man das unbedingt tun möchte. Aber das macht ja leider den Code des Autors nicht besser. Es macht vielleicht die Endfunktion besser. Aber du setzt ja noch was obendrauf. Wir erinnern uns, PHP-Ladezeit, das ist das, was wir reduzieren wollen. Noch mehr PHP-Code dafür, komme ich am Ende noch drauf. Und das dritte, ganz klare Empfehlung, wenn ihr Optimierung machen wollt, macht sie da, wo ihr sie am besten einsetzen könnt. Also direkt an der Wurzel.
wir hatten jetzt das Beispiel mit dem Plugin, das finde ich, das grenzt sich da schön, das setzt sich da sehr schön drauf, kann man machen, aber das Problem direkt an der Wurzel, nämlich im eigenen Plugin zu lösen, in dem eigentlichen Plugin zu lösen, in dem eigentlichen Theme zu lösen, da ist das Problem. Wir wollen ja keine Workarounds schaffen, wir wollen nicht die Häuser nebenan aufbauen, sondern wir wollen das Kernproblem lösen. Und zwar da, wo es für uns machbar ist und da, wo es performant ist. So, jetzt kommt, glaube ich, der interessante Teil. Schauen wir uns doch mal an, welche Optimierungsmaßnahmen, die aktuell so durch die Medienwelt geistern, die ihr in Blogs findet, die ihr in irgendwelchen Marketingbroschüren seht, wirklich sinnvoll sind. Disclaimer vorweg, ich beziehe mich hier auf die 99% der WordPress-Seiten, die nichts weiter sind als eine WordPress-Webseite, die weder eine riesige Bodypress-Community sind, noch ein Pool mit Millionen von Aufrufen am Tag. Es geht wirklich um die ganz normale WordPress-Webseite. Das ist eine wichtige Prämisse, weil sich diese Betrachtung, die jetzt folgt, wirklich nur darauf bezieht. Es kann sein, dass bei einer riesigen Webseite andere Optimierungsmaßnahmen viel mehr bringen und auch sinnvoll sind, aber halt für die breite Allgemeinheit nicht. Content Delivery Networks, CDN. Ein sehr schönes Thema. Content Delivery Networks versprechen, dass sie eure Seite beschleunigen, indem man CSS, JavaScript, Bilder auf irgendwelche Server irgendwo in der Welt verteilt und diese eure Daten schneller ausliefern können. Aha, das machen die wie? Naja, wenn ihr eure Seite in Deutschland hostet, Kunden in Deutschland habt, was bringt es euch, wenn eure Daten in China, Amerika und vielleicht Australien vorgehalten werden? Überhaupt nichts. Es gibt laut Aussage von diversen, kommen wir gleich zu, laut diversen CDN-Betreibern genau zwei Anwendungsfälle. Ich hatte mich da glücklicherweise mal mit den technischen Leitern von Level 3 unterhalten können. Nämlich das eine, wenn ihr weltweit Daten austeilen wollt, also eure Kunden sitzen weltweit, dann sind CDNs natürlich super. Und der zweite Anwendungsfall sind große Dateien. Sprich, ihr habt ein Video, das ihr unbedingt über eure Server verteilen wollt. Oder ihr habt Software mit 500, 600 MB. All das, nämlich diese beiden Anwendungsfälle, sind das, wo die CDN-Anbieter selber sagen, dafür bringt es das. Für andere Anwendungsfälle, naja, ganz davon abgesehen, dass man die Daten des Users in die USA schickt, nach Asien, wo auch immer diese Server stehen. Ihr habt also keine Kontrolle mehr darüber, wo eure Daten liegen. Und der User hat noch weniger Kontrolle darüber, wo er seine Daten herbekommt, weil er muss sie ja haben. Also du meinst, wenn du deine komplette Seite in ein Content Delivery Network verschiebst und nicht nur die statischen Ressourcen wie JavaScript, CSS und Bilder, dass du dann eine höhere Sicherheit erreichst? Wenn ich ein Content Delivery Network vorher setze und die DNS-Anfragen zunächst erstmal an meinem CDN nachweisen. Mhm. Definitiv, da bietet sich ja Cloudflare als Anbieter immer sehr an, der das anpreist. Weil das, was ich im Kopf hatte. Genau. Genau, aber primär geht das dann ja auf DDoS-Angriffe. Also wenn Millionen an Anfragen kommen und die Seite angreifen. Trade-off, ihr schickt eure User immer über Server von Cloudflare, die was weiß ihr wo immer stehen. Muss man wissen. Also ich glaube, das hier ist der Anwendungsfall, der die meisten trifft. Und Cloudflare, ich bin da zwiegespalten, muss man für sich entscheiden. Ich finde es immer fragwürdig, wenn man den User erst zu jemand anderen schickt, bevor er zu einem selber kommt. Zwei Aspekte, einmal zu dem Kollegen. Cloudflare blockiert Benutzer, die aus dem Tor-Netzwerk kommen, was datenschutzrechtlich eine Einstellung symbolisiert, die ich zumindest überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ein Argument für zum Beispiel jQuery Library in CDN ist halt, wahrscheinlich hat der Nutzer das eh schon im Browser-Cache, weil er auf einer anderen Seite war, wo das auch schon geladen wurde. Und dadurch findet dieser Request hoffentlich gar nicht mehr statt. Finde ich interessant, dass du den Datenschutzaspekt direkt im Satz mit ich lagere mein jQuery. Ja, ich will das jQuery deine Aussage nicht, meine Meinung, das ist nur das Argument, was da gebracht wird, warum das vielleicht doch was bringen könnte, rein auf der technischen Ebene. Genau. Thema Caching und Co. kommen wir da ja auch noch zu.
Also ist kontrovers. Ich persönlich vertrete die Meinung, meine Daten sollten bei mir bleiben. Es geht keinem was an, wo meine User gerade sind. Und wenn ich irgendwelche Daten von mir auslagere, bekommt ein Dritter das mit. Cloudflare, CDN, wer auch immer. Datenschutzthematisch hochbrisant. Wer aktuell den Vortrag... Wie bitte? Ja, aber es ist ein gravierender Unterschied, ob du deine Daten aktiv einbindest. Also wir gehen da zu tief ins Detail rein. Lass uns das gerne danach besprechen. Ansonsten wird das hier nichts. So, in dem Fall habe ich einen Unicorn-Index geschaffen. Der Unicorn-Index soll über die Präsentation euch klar machen, welche der Sachen sind sinnvoll und welche sind es nicht. Und in diesem Fall ist es definitiv ein Mythos, dass CDNs für diesen Anwendungszweck wirklich Performance-Gewinne bringen. Im Worst Case machen sie es eher schlimmer. Vanish. Vanish ist zurzeit so ein Hype-Thema. Rede ich gerne drüber. Vanish wird als Allheillösung betrachtet, weil es eine serverseitige Software ist, die eure Webseiteninhalte nimmt, sie zwischenspeichert und an den User rausgibt. Und zwar viel, viel schneller als WordPress es kann. In der Theorie vollkommen richtig. Für die besprochenen 99% der User, die hier sitzen und die eine einfache WordPress-Seite haben, ist Vanish überhaupt nicht zu gebrauchen. Warum? Vanish auf demselben Server zu betreiben wie eure WordPress-Installation heißt nur, dass sich da jetzt zwei Software-Stacks, nämlich PHP und Vanish, um euren Arbeitsspeicher prügeln. Vanish auf eurem eigenen Server zu betreiben, heißt, ihr müsst jemanden finden, der den betreiben kann. Das ist nicht einfach. Vanish heißt auch, ihr habt wieder eine weitere Software da drin, die irgendwas macht, von dem ihr nicht wisst, was es tut und wie es funktioniert im Idealfall, sondern es macht einfach irgendwas. Und in dem Fall, ganz klare Empfehlung, ist eine nette Idee. Aber ich glaube und bin der festen Überzeugung, ich habe noch keine einzelne Seite gesehen, bei der ein Vanish für eine kleine Seite auch nur irgendwie gerechtfertigt wäre. In dem Fall definitiv, Vanish löst für eure normalen Webseiten keine Probleme. Wenn euch irgendein Hoster andrehen will, dass Vanish die Lösung aller Probleme sei, in der Regel nicht. Warum das so ist, kommen wir gleich zu. Man kann denselben Effekt, den ein Vanish bringt, auch deutlich einfacher auf eurem Server regeln und erreichen mit viel weniger Aufwand. Mit Bordmitteln, mit einfachen Einstellungen, und mit Wissen, das ihr alle habt, wenn ihr WordPress öfter benutzt. Große Seiten sind bekannterweise damit eingeschlossen. Das Vanish-Problem. Große, klar, die Probleme definitiv. Man muss halt schauen, wie man ihn sinnvoll einsetzen kann. Die Frage war, bzw. die Anmerkung war, dass große Seiten in die Problematiken, die hier aufgeführt sind, natürlich auch eingeschlossen sind. Das stimmt. Natürlich, jede Software ist komplex. Bei größeren Projekten kann man aber eher den Punkt erreichen, wo sich die Investition lohnt, der Wissensaufbau, der Einsatz. Okay? Okay. Super. So, dann immer noch der Lieblingspunkt, mehr Hardware. Man kann jedes Ressourcenproblem, Performanceproblem mit Hardware lösen. Es ist nur eine Frage des Geldes. Da ist zum Teil was dran, stimmt aber in ehrlicher Weise auch nicht, weil die Performanceprobleme, wie wir vorhin gesehen haben, meistens nicht durch irgendwelche Lastprobleme kommen, sondern viel, viel tiefer in der Software liegen. Und was auch immer der an Hardware hinstellt, bringt nichts. Worüber man nachdenken kann, oder die ganz klare Empfehlung, wenn ihr einen Root-Server habt oder einen V-Server oder irgendwas in der Richtung und der Vertrag ist alt, denkt darüber nach, mal einen neuen abzuschließen. Die Hardware verdoppelt ihre Leistung alle ein, zwei Jahre. Wenn eure Verträge älter sind, dann kriegt ihr da in der Regel für null Aufpreis, weil die Verträge der Hardware-Anbieter, sprich eurer Hoster, ja auch regelmäßig neu gemacht werden. Dann kriegt ihr da mit großer Wahrscheinlichkeit bessere Hardware zum selben Preis. Der einzige Punkt, der wirklich sinnvoll ist und was bringt, sind SSDs. Bringt sowohl für euren PC zu Hause, für einen Laptop was, bringt auch in Servern massiv was. Heißt, wenn ihr echte Server habt, fragt euren Anbieter, ob da SSDs drin sind, wenn nicht, besorgt euch SSDs für die Teile. Da sprechen wir jetzt nicht um, es wird ein bisschen schneller, sondern das bringt so richtig was. Ansonsten neue Hardware, nice try, aber wir haben andere Mittel, das besser hinzukriegen. So, in dem Fall, nein, bessere Hardware ist auch nicht die Lösung des Problems. Dann gehen wir in einen Punkt, der von vielen immer sehr als Beratung verkauft wird. Für eure kleinen WordPress-Webseiten ist das totaler Overkill. Der Ansatz mag richtig sein, dass man mit Performance-Optimierung an der Software, also am Webserver, an PHP, Dinge erreichen kann. Für eure normalen WordPress-Webseiten verbrennt ihr da aber Geld wie Sau.
um halt irgendeinen Nutzen zu erzielen, der dann was bringt, wenn ihr alles andere schon gemacht habt. Alles andere sind die Sachen mit dem Unicorn Index 4. Wir sind immer noch bei 2. Ne? Da geht noch was. Also ganz, ganz klar, Serverkonfiguration ist was für Profis. Wenn ihr nicht wisst, was ihr da tut, lasst am besten die Finger davon. Da kann man nämlich auch verdammt viel mit kaputt machen. Und wenn ihr irgendwelche betreuten Pakete habt, werdet ihr auch keinen Root-Zugriff auf die Software haben. Oder überhaupt keinen Zugriff auf die Software. Und wahrscheinlich wollt ihr das auch gar nicht, oder? Ich glaube nicht. Lasst das mal Leute machen, die gerne im Dreck spielen. So, in dem Fall, nein, das ist auch nicht unser Allheilmittel. Jetzt begeben wir uns in die Spitze der Pyramide. Optimierungen an Bilddateien, an CSS-Dateien, bei der Einbindung, das sind Sachen, die man als im Theme lösen kann. Heißt jetzt, wenn ihr das Theme nicht selber entwickelt habt, schade, kommt ihr nicht ran. Wenn ihr da keinen Zugang zu habt, dann müsst ihr diesen Weg auch gar nicht gehen wollen. Ist also was, wenn ihr Theme-Autor seid hingegen, steckt die Zeit da rein. Folgt den Anleitungen, die ihr im Internet findet, die ihr in den üblichen Tutorials findet. Wo bindet man idealerweise Bilder ein? Wo bindet man CSS ein? Wie macht man das? Liefert eure Themes mit gepacktem CSS und JavaScript aus. Man kann damit unglaublich viel optimieren. Allerdings ist der Aufwand dahinter extrem hoch, wenn man halt einerseits nicht weiß, was man tut, oder wenn man da selber keinen Zugriff drauf hat. So als Theme-Autor könnt ihr da aber echt viel richtig machen. Es nachträglich zu machen, weil meine Seite gerade langsam ist, eher nicht. In dem Fall bewegen wir uns auf einen Unicorn-Index von 3 zu, weil persönlicherweise ist das wirklich gut, aber Aufgabe des Theme-Autors. Was ihr übrigens auch machen könnt, nervt den Theme-Autor. Wenn ihr ein Theme gekauft habt, nervt ihn, dass er seine Themes verbessert. Da gibt es nette Tools für, die nennen sich namentlich Google PageSpeed. Viele von euch werden das kennen. Das gibt es als Webanwendung oder auch als Plugin für Google Chrome zum Beispiel. Der schaut über eure Seite drüber und zeigt euch genau solche Sachen. Wo sind Bilder schlecht eingebunden? Wo sind Daten nicht komprimiert? Was kann ich generell besser machen? Diesen Test durchzuführen kostet genau 0 Wissen, 1 bis 3 Minuten eurer Lebenszeit und liefert viele Erkenntnisse, die mit ein bisschen Aufwand gut umsetzbar sind. Als Theme-Autor sollte man das Tool kennen und als Theme-Autor sollte man halt diesen Sachen dann auch folgen, weil es sind sinnvolle Vorschläge. Meistens weiß Google ja, was gut ist, auch wenn sie nicht immer die besten Absichten dahinter haben. Jetzt gehen wir in eine Richtung, oh, schade, der Unicorn-Index ist schon da. Verdammt. Komprimierung. Nein, wir bewegen uns jetzt langsam in die Bereiche, wo ihr mit minimalem Aufwand und auch minimalem Eigeneinsatz verdammt viel reißen könnt. Komprimierung ist nichts weiter als das technische Zusammenpacken von Dateien, was ihr kennt, wie ihr ein ZIP-Archiv erstellt. Das kann der Webserver für euch machen. Was passiert da? Man muss im Apache genau eine Einstellung setzen, das ist eine Zeile, die man in die htaccess schreiben kann. Im Nginx kann man das auch zentral konfigurieren. Und dann nimmt der Server sich die Daten, die der generiert, packt die zusammen, entfernt alle Leerzeichen und schiebt sie raus. Das heißt für euch mal ebenso on the fly nebenbei, dass ihr ungefähr 80% der übertragenen Daten eurer Webseite einspart. Wenn ihr nicht komprimiert und eure Seite war vorher ein MB groß, dann kommen vielleicht noch 200 bis 300 Kilobyte durch die Leitung. Lange Zeit war das verpönt, weil es wohl viel CPU-Leistung gefressen hat. Wir erinnern uns zurück an das erste Chart, CPU-Leistung kostet nichts drauf geschissen. So, in diesem Fall, Komprimierung trifft alles, was halt Textdateien sind. Und daher ist es quasi fast alles. JavaScript, CSS, HTML, was bleibt denn noch? Bilder, genau. Aber das ist halt auch nicht so schlimm, weil JPEGs in der Regel bereits komprimiert sind. Wer hat eine Frage? Wir hatten gerade die Frage, ob es einen Unterschied zwischen gzip und modDeflate gibt und in dem Fall, nein. Die Algorithmen dahinter sind hinlänglich bekannt und ob du da jetzt noch 1% mehr oder weniger rausholst, ist im Endeffekt total banal. Im Endeffekt ist das ja nur, das eine ist Standardmechanismus vom Server und das andere ist noch eine eigene Implementierung über ein Apache-Modul. Sprich, Empfehlung würde eher dahin gehen, gzip zu benutzen, weil das nicht am modDeflate von Apache hängt. Aber es ist Banane, was du da nimmst. Du wirst in beiden dieselben Ergebnisse bekommen. Wenn der eine besser wäre als der andere, dann hätte sich eins von beiden durchgesetzt. Das ist wie Cola und Pepsi.
jedem das, was er am liebsten mag. Es gibt ja relativ viele Plugins, die das Caching übernehmen, auch in diesem Bereich Caching und Dplay. Hast du da irgendeine Empfehlung? Caching-Komprimierung sind unterschiedliche Dinge. Ja, aber viele Caching-Plugins machen ja beides. Caching kommen wir gleich zu. Schön, dass du es ansprichst. Unicorn Index 4. Komprimierung, also Plugin komme ich auch gleich zu, ja, genau. Aber Komprimierung, im Idealfall, benutzt dafür kein Plugin. Schaltet es im Server ein. HTXS, Nginx Config. Generell, Probleme an der Wurzel lösen. Plugins sind nicht die Lösung. Plugins sind immer ein Drumherum arbeiten. Und ihr erinnert euch, 600 Millisekunden PHP, 200 MySQL, 200 Auslieferung, da gibt es ein Plugin für. Ein Plugin ist PHP. Findet den Fehler. Da kommen wir gleich aber noch zu. Das nächste Thema, Browser-Caching, auch schön. Auch das ist etwas, das macht der Webserver für euch. Das macht euer Apache, das macht der Nginx für euch. Was müsst ihr machen? Ihr müsst auch dort wieder in der HTXS oder in der Nginx-Config nur sagen, lieber Webserver, wenn der Kunde vorbeikommt, sag ihm doch mal, dass wir hier Dateien haben, die er sich erst nächstes Jahr wieder abrufen muss. Sternchen, muss man aufpassen. Wenn ihr jetzt nämlich ein Theme-Update habt oder sich irgendwie Dateien ändern und der Webserver hat dem Kunden gesagt, hol dir das nächstes Jahr wieder, ja, was macht man denn dann? Weil dann fragt der Browser des Kunden überhaupt nicht mehr nach und die Dateien liegen bei ihm im Cache rum. Detailprobleme, großer Vorteil, all diese Probleme mit, ich habe so viele große CSS- und JavaScript-Dateien, werden damit komplett banal nach dem ersten Seitenaufruf. Die Dateien sind beim Browser des Users angekommen, werden dort gespeichert. Und was heißt das für ihn? Er muss ihn nicht mehr runterladen. Diese Dateien könnt ihr komplett aus eurer Rechnung rausnehmen. Er fragt nur noch mal kurz nach, hat sich da was geändert? Der Webserver wird sagen, nö, weiß ich nicht, behalte doch, was du da hast. Und der Browser zeigt dann einfach das an, was er hat. So, spart sich also dieses gesamte Runterladen, das gesamte Nachladen, traumhaft. Wenn ihr jetzt überlegt, dass ein normales Theme mit mindestens 1 bis 2 CSS-Dateien kommt, die 18 Plugins, die ihr verwendet, jeweils noch eine CSS-Datei mit reinbringen und JavaScript, das summiert sich, verdammt. Sondern habt ihr vielleicht beim ersten Ladeaufruf, wenn ihr gut seid, vielleicht 1,3 Sekunden und alle folgenden Aufrufe dann vielleicht noch 600, 700 Millisekunden. Weil es einfach eine riesige Latte an Sachen gibt, die ihr nicht mehr runterladen muss. Einrichtungsaufwand 2 Minuten. Wenn ihr eure FTP-Daten nicht dabei habt, sind es vielleicht 5. Aber das ist lächerlich wenig für den Ertrag, den ihr dadurch bekommt. Wenn ihr dieses Problem mit Updates von Dateien angehen wollt, dann einfach nur als Stichwort in den Raum geworfen, Cachebuster. Bei WordPress seht ihr das, dass bei WordPress immer per Fragezeichen die Version der aktuellen WordPress-Version angehängt wird in den Dateien. Wenn ihr den Weg auch für eure Themes und Plugins implementiert und einfach dort die Theme- und Plugin-Version anhängt, dann lädt der Browser jedes Mal, wenn ihr ein Update dort habt, auch immer neue Dateien nach. Ansonsten habt ihr halt irgendwann ein Update und wundert sich, warum den ganzen User sich melden oder was nicht läuft. Naja, Browser-Cache löschen. Auch ein guter Tipp, wenn mal irgendjemand etwas sagt, im Sinne von, das sieht bei mir sehr komisch aus. Immer erst den Browser-Cache löschen. Und danach fragen, have you tried turning it off and on again? So, jetzt gehen wir in die interessanten Ebenen. Ein wenig mehr Aufwand, da hatte eben der Kollege auch gefragt, gibt es da Plugins für? Ja, gibt es. Und wir bewegen uns jetzt auch wirklich in die Grand Cru der Performance-Optimierungsmöglichkeiten, die ihr in der Regel auf euren Server ohne Probleme implementieren könnt. Es gibt da diverse Plugins, namentlich zu erwähnen wären da Cachify, W3 Total Cache oder WP Super Cache. Ich persönlich schwöre auf W3 Total Cache, weil es all das macht, was man will und weil es einfach verdammt viele Konfigurationsmöglichkeiten hat. Wer aber mit dem einfachsten Weg von Caching, von Server-Seitigen Caching arbeiten will, der ist mit Cachify von der deutschen WordPress-Community entwickelt. Einfach auch gut bedient. Also klare Empfehlung in diese Richtung. Server Caching, was ist das überhaupt und warum ist das so genial? Wir hatten vorhin Themen wie Vanish. Wir hatten immer darüber gesprochen, da ist irgendwas, das verhindert, dass mein Server PHP ausführen muss. Und das ist halt genau das Ziel. Wenn ich diese 600 Millisekunden in jedem Request wegbekomme, dann habe ich auf einmal nur noch 400 Millisekunden, die diese Auslieferungszeit benötigt. Ich will doch also den PHP-Code weghaben. Server Caching heißt, da ist ein Plugin, das nimmt sich einmal die Seite, erzeugt sie und macht daraus eine stinknormale, pupslangweilige HTML-Seite. Geil. So, jetzt kommt der User an und was macht dann der Server, den man da jetzt einmal beibringen muss? Da ist halt der Schritt der Konfiguration sehr wichtig.
statt WordPress anzufragen, WordPress geht in die Datenbank, WordPress holt PHP, WordPress erzeugt eine Seite, geht er auf den Server, findet die HTML-Datei und gibt die HTML-Datei zurück. WordPress bekommt davon nichts mit. PHP wird nicht aufgerufen. Es ist alles gut. In dem Fall muss man halt wirklich einmal den Server dazu hingehen, konfigurieren, dass der Server zuerst guckt, gibt es eine HTML-Datei? Wenn nein, dann gehe an WordPress. Oder gibt es die HTML-Datei? HTML-Datei zurück. Fertig. Die Plugins kümmern sich um die gesamte Erstellung der HTML-Datei, um die Neuerstellung der HTML-Datei. Die Plugins löschen die HTML-Dateien, wenn es ein Update gibt. Man muss da natürlich bei dynamischem Content sau aufpassen. Dynamischer Content ist in dem Fall ein Shop oder eine Community, BuddyPress oder ein Easy Digital Download, ein Warenkorb, irgend sowas. Weil auch die Sachen können gecached werden. Und wenn der nächste User den Warenkorb des letzten Users sieht, dann ist das nicht schön. Solltet ihr Auftragsentwickler sein, wird das eure Kunden nicht freuen. Da müsst ihr also aufpassen. Fehler haben viele gemacht und die Lösung für solche Caching-Fehler sind halt in der Tat diese drei, die hier dran stehen. Caching ist eine Schicht Komplexität. Ihr könnt in den Cache vielleicht reingucken, vielleicht nicht, je nachdem, wer implementiert ist. Und man muss da halt wirklich zweimal überlegen, wo jetzt ein Fehler hängt, wenn es einen Fehler gibt. Jede Schicht an zusätzlicher Komplexität macht es halt schwierig. Wenn ihr immer ihr neue Software oder irgendein weiteres System habt, das Content vorhält oder das halt da eure Version von alten Blogposts drin hat, ja, sieht der User jetzt das, was bei mir in WordPress drin ist, oder sieht der User vielleicht irgendeine gecachte Version? Detailprobleme. Ihr habt es gehört, wenn ihr sowas einsetzt und ihr habt mal Probleme damit, dann denkt daran, da hat der Jan mal was gesagt. Aber ansonsten, das sind alles Sachen, damit kann man leben. Damit kann man sich arrangieren. Das ist vielleicht eine Anpassung im eigenen Arbeitsworkflow. Aber das ist nichts, was ein großer Hinderungsgrund ist, Caching einzusetzen. Ganz im Gegenteil. Es ist genauso, wie wenn man PHP einsetzt und da halt irgendwelche Zeichen vergisst. Ja, dann ist die Seite halt kaputt. Wenn man es weiß, kann man es relativ schnell beheben. Selber Fall hier. Die Frage hatten wir eben auch schon. Und daher vielen Dank für diese passende Überleitung. Es gibt viele tolle Plugins, die meinen, sie können Code optimieren. Es gibt viele tolle Plugins, die meinen, sie können eure WordPress-Seite besser machen. All diese Plugins haben gemein, dass sie in PHP geschrieben wurden. Und all diese Plugins haben gemein, dass sie das Problem schlimmer machen, was ihr eigentlich lösen wollt. Sie bringen euch vielleicht irgendwelche Funktionen zur... Ich habe keine Ahnung. Also irgendetwas machen sie, wo sie sagen, dadurch wird die Seite schneller. Das mag stimmen. Aber ihr kauft euch das natürlich dadurch, dass dann die WordPress-Seite insgesamt langsamer wird. Einfach mehr PHP-Code, mehr Plugins, höhere Fehleranfälligkeit. Irgendwann wird das Backend langsam, irgendwann wird die Seite vorne langsam. Und Plugins an sich sind halt nicht die Lösung, um eure Performance-Probleme zu lösen. Da, wo man sie lösen kann, sollte man sie direkt am Server lösen. Das ist die Apache-Konfiguration, das sind die Ebenen darunter. Und wenn man Plugins findet, die irgendetwas Tolles machen, ganz klare Empfehlung, schaut euch inhaltlich an, was sie tun. Und fragt vielleicht einfach mal nach, ob man das nicht auch einfach über eine HTXS-Regel lösen kann. Griffiges Beispiel, Rewrite Rules. Es gibt tolle Plugins, die euch das in komplett in PHP lösen. Das ist die dümmste Idee ever. Das sind Sachen, die man in die Konfiguration vom Server einträgt. Der macht das in einer Millisekunde und fertig ist das Ganze. Wenn ich jetzt erst eine Sekunde lang WordPress laden muss, um einen blöden Rewrite zu machen, dann ist das eine ziemlich blöde Idee. In dem Fall also, Optimierungs-Plugins nutzen? Nein. Mit Bedacht Caching-Plugins nutzen? Auf jeden Fall. Und generell, was ihr tut, denkt dran, euer größter Feind ist PHP-Code. Und wann immer ihr merkt, dass euer WordPress langsam wird, ist es entweder die Anzahl der Plugins oder noch viel schlimmer, es sind die Plugins, die ihr einsetzt. Auch da gibt es massive Qualitätsunterschiede. Heißt, wenn ihr drei Plugins für denselben Use-Case habt, die zum Beispiel ein Formular rendern, kann es sein, dass das eine so schlecht programmiert ist, dass es eure gesamte Seite langsam macht. Probiert das aus, guckt euch an, was da funktioniert für euch und denkt immer daran, Plugins sind das, was WordPress langsam machen. WordPress an sich ist nicht langsam. Optimiert mit Bedacht und optimiert. Und nun geht hin und genießt den letzten Vortrag des Tages morgen. Dankeschön. Gibt es noch Fragen? Denkst du, es ist sinnvoll, zum Beispiel die Schleifen, die viele Datenbankaufrufe machen, in
Fragment-Caches quasi aufzuladen, wenn ich sage, ich kann nicht die ganze Seite cachen, aber Teile der Seite cachen. Mhm. Die Frage war, ist es sinnvoll, bei vielen Datenbankabfragen ein Fragment-Caching einzuführen? Sprich, Fragment-Caching heißt, ich cache keine kompletten Seiten, sondern zum Beispiel, nehmen wir die Startseite, ich habe das in einem Template und ich cache davon alles außer zum Beispiel eine persönliche Anrede. Das ist dynamischer Content. Ist absolut sinnvoll, allerdings funktioniert das nur, wenn man natürlich die Kontrolle über das Team hat, weil man das entwickeln muss. Davon abgesehen ist das eine grandiose Lösung, weil es einfach Flexibilität ermöglicht. Bringt natürlich auch wieder auf der Gegenseite mit sich, dass man speziellen Code dafür schreiben muss. Aber alles, was man cachen kann, funktioniert. Also es gibt ja auch noch Datenbank-Caching und Objekt-Caching. Es hilft alles. Das ist ja ein Wert, was schon drin. Die Transit API, dann das Object-Cache ist ja auch schon drin. Mhm. Das sind so Sachen, die man halt auch noch bei sowas halt immer ohne Stress einbauen kann, weil es schon im Core drin ist. Man muss sich gar nicht darum kümmern, wie es funktioniert eigentlich. Also hier nochmal der Hinweis, WP-Transients gibt es. Es gibt den WP-Object-Cache. Nutzt die Funktion, wenn ihr selber Entwickler seid, um halt eure Plugins und euren Code für Caching vorzubereiten. Guckt euch da mal rum. Ich glaube, Ralf ist da auch gerne als Gesprächspartner bereit, seine Erfahrungen zu teilen. Super. Weitere Fragen oder Diskussionsansätze oder da hinten. Die Frage war, wie kann man die Performance bei dynamischen Seiten optimieren? Da, wo halt ein Server-Cache, ein HTML-Cache nicht greift. Sprich, da, wo ich eigentlich immer neue Seiten generieren muss. Wie jetzt eine Buddypress-Community. Also wir haben genau den Fall mit einer ziemlich großen Buddypress-Community mit inzwischen knapp 10.000 aktiven Mitgliedern. Ein kleines Mini-Facebook quasi. Und in dem Fall kann man von der Seite nichts cachen. Gar nichts. Wenn man etwas cachen wollen würde, dann hat man immer die Gefahr, dass da irgendwelche dynamischen, personalisierten Inhalte drin sind und es einfach zu Problemen kommt. In dem Fall ist der schmerzhafte Punkt einerseits, dass diese Vorschläge zum Großteil nicht greifen, weil es halt einer dieser Anwendungsfälle ist, die nicht Standard sind. Im anderen Fall, man braucht dafür viel Hardware und man muss den Code optimieren. Heißt, da musst du wirklich in die Anwendung reingehen und schauen, was sind die Funktionen, die viel Leistung fressen und die optimieren. Sprich, Datenbankabfragen kann man auf alternativen Wege noch deutlich verbessern. Du kannst Funktionsaufrufe auslagern und du musst halt schauen, dass du möglichst viel vom Programmcode in den Object-Cache bekommst. Oder beziehungsweise in den PHP-Cache. Also der Cent-Op-Cache zum Beispiel. Andere Chancen hast du da nicht. Eine Ergänzung dazu. Gibt den anderen Weg, die statische Seite mit zum Beispiel leeren Warenkorb auszuliefern und den Warenkorb die andere Möglichkeit. Dann muss man nicht die komplette Seite ändern lassen, sondern nur die Ergänzung, die man für den Warenkorb an der Stelle braucht. Gehört? Es war gerade noch die Ergänzung mit, genau, Inhalte per Ajax nachladen, die dynamisch sind und den Rest statisch per Cache ausgeben lassen. Weil der Ajax-Call über Admin-Ajax wird nie gecached. Technisch gesehen erstmal gar nicht. Die Frage in dem Fall war, wie kann ich denn, wenn ich aus Versehen das Browser-Caching für JavaScript und CSS aktiviert habe und jetzt doch eine Änderung habe, wie kann ich dem User denn das Update zukommen lassen, ohne ihm eine Mail schreiben zu müssen? In dem Fall technisch erstmal gar nicht. Wenn man dem Browser sagt, das ist jetzt für ein Jahr cachebar, dann folgt er dem auch ziemlich blöd. Die einfache Lösung sind halt diese Cache-Buster. Sprich, die Einbindung der Datei ändern und irgendeinen Parameter ranhängen. Fragezeichen, Version ist gleich 1.3.5.6 statt der alten Version. Du musst den Browser quasi dazu bringen, dass er denkt, es wäre eine neue Datei. Danach Caching egal und die Parameter hinten dran sind für ihn mit Dateibeinhalt. Ansonsten keine Chance. Und das ist ehrlicherweise auch gut so, denn ansonsten hättest du wieder Probleme, wenn es das dann doch wieder neu lädt und es gar nicht neu laden soll. Ja, nee, daher auch, wenn ihr Code selber entwickelt und sowas, Cache-Buster einbauen, an die Versionsnummer hängen und dann wirklich Caching auf ein Jahr.
Wenn sich da an dem Plugin im Theme nichts ändert, freuen sich eure User und eure Website-Geschwindigkeit auch. Ja. Daumen links, ah. Das Ergebnis wird funktionieren. Also out-optimize war die Frage, was ich von solchen Plugins halte, die JavaScript und CSS zusammenfügen. Wenn man keine andere Wahl hat, dann führt es zum Erfolg, wenn man es mit Caching einsetzt. Sprich, wenn man die Dateien einmal zusammen komprimieren lässt und dann statt 20 JavaScript und CSS-Dateien nur noch eine oder zwei hat, das funktioniert, solange man es halt nur einmal erzeugt und der Browser dann die Seite hat und immer wieder ausliefert. Wenn das Plugin immer wieder laufen muss, weil wir kein Caching haben, ist das totaler Müll, weil JavaScript, CSS wird gecached. Das ist eine Sache, die betrifft den ersten Seitenaufruf. Danach sind die Daten im Cache und werden nicht erneut abgerufen. Dann ist es egal, ob es 1 oder 20 sind. Dann ist es vollkommen ideal und unwichtig, ob die dann jetzt 100 Kilobyte in einer oder 10 mal 10 Kilobyte sind, weil sie sind im Browser-Cache. So, unter dem Aspekt, ich würde mich freuen, wenn Plugin-Entwickler und Theme-Entwickler halt bei sowas mehr aufpassen und selber bereits diese Pakete ausliefern, weil das wäre das Problem an der Wurzel lösen. Sprich, mehr Bewusstsein dafür bei sich selber aufbauen, dass ich ja bereits so ein Paket liefern kann. Warum soll denn der User erst das Problem quasi lösen müssen, der im schlimmsten Fall überhaupt nicht weiß, was er da zusammenpackt und was das Ergebnis ist? Also ihr holt euch gleich eine totale neue Fehlerquelle rein. Ja, absolut. Also sinnvoll ja, aber meistens kommen ja die Großteil der CSS und JavaScript-Includes aus dem Theme, wo dann irgendwelche Libraries nachgeladen werden, wo irgendwelche Drittanbieter-Libraries mit drin sind, wo dann irgendwelche jQuery-Plugins mit reinkommen, irgendwelche jQuery-UI-Elemente oder noch ein Font Awesome nachgeladen wird. Und das ist einfach total müßig, dass der User sich da beschäftigen muss. Das ist im Theme-Entwicklungsprozess ein Schritt im Bildprozess, wo man dann sagt, mache mir meinen Theme.min.irgendwas und der User ist glücklich. Und wenn ich dann noch 5 Plugins habe und nachher 6 Dateien habe, dann muss ich mir die Mühe mit so einem Plugin überhaupt nicht machen, weil es stört einfach nicht. Und es ist halt vom Gewinn her marginal. No way. Es gibt auch viele Plugins, wo dann mitdenken, also rein ist dann eingebaut beim Contact Form 7 zum Beispiel, die haben dann eine Einstellungsmöglichkeit, dass sie dann nur auf der Seite, wo es eingebunden ist, hier CSS nachladen. Also sonst im Klassiker, im Standard ist es auf allen Seiten, wo es nicht raus. Aber sowas. Genau, da war jetzt gerade der Hinweis: Contact Form 7 zum Beispiel bringt eine Option mit, dass man das CSS und JavaScript nur auf den Seiten auch nachlädt, wo man es braucht. Ist ein hervorragender Punkt, warum solche Plugins, die den Code zusammenmanschen, in dem Fall einfach mal falsch sind. Weil man sich dann wieder dieses Optimierungspotenzial, die man hätte, zunichte macht, dadurch, dass man denkt: aha, da ist ein CSS, packe ich mir mein Gesamt-CSS. Auf einmal ist dann der Code überall mit drin. Und da ist halt der Punkt, die einzigen Personen, die wissen, wie und wo CSS und JavaScript ausgespielt werden soll, sind eigentlich die Entwickler dieses Codes. Und kein User kann komplett durchdringen, wie denn die Einbindung wo gelöst ist. Also in meinen Augen sind diese Plugins halt von der Idee her gut, setzen aber an einer komplett falschen Stelle an. Es ist halt Pest oder Cholera. So ein bisschen. Oder Pepsi. Oder Pepsi. Hinweis noch, wenn ein Minifile bei diesem Komprimieren gemacht wird, sprich die Dateien werden kleiner gemacht und zusammengepackt, dann kann es durchaus auch JavaScript-Code geben, der nicht minifiziert werden kann, weswegen auch immer. Man kann sich dadurch also auch neue Fehler reinholen. Ganz klar. Man sollte auch bei der Ladezeit beachten, dass es nicht darum geht, wie schnell die Seite lädt, sondern wie schnell ich mit der Seite interagieren kann. Das
deswegen ist jetzt dann bei diesem HTTP2-Ansatz, wo man dann sagt, mach lieber mehr Requests, aber nur die Requests, die du wirklich brauchst, dieses Progressive Loading. Das heißt, ich lade mein Widget und vor dem Widget lade ich die Styles für das Widget und muss dann noch das JavaScript. Das heißt, die Ladezeit wird länger, aber ich habe schneller die Möglichkeit, damit zu interagieren, weil mir erstmal das, was danach kommt, erstmal egal ist. Mhm. Es gibt ja inzwischen auch gerade in der Entwicklung, also im Agenturgeschäft, quasi so Loading-Budgets, wo man sich sagt, okay, ich habe jetzt für die Startseite 210 Kilobyte. Der Ansatz, mit dem ich packe alles zusammen, läuft dem dann halt komplett entgegen, weil man dann eher schaut, wie kann ich möglichst wenig, was ich wirklich brauche, auf der Seite ausspielen, statt halt viel auf einmal. Und bei den heutigen Internetanbindungen tun Requests halt weniger weh, als die Ladezeiten, bis halt eine Seite gerendert wird, optisch da ist. Das ist ja das, was ihr garantiert kennt. Es gibt ja auch Seiten, die sind da, könnt ihr schon was mitmachen, aber die Funktionen laden erst nach und nach nach. So der Ansatz, wo halt das HTML-Rendering schnell ist. Das kann man halt auch dann erreichen, wenn man die Dateien gut aufteilt und dann asynchron nachlädt. Also da definitiv guter Hinweis. Und auch wenn HTTP2 jetzt als neues Protokoll genau diesen Ansatz fährt, dann wird das ja schon die richtige Richtung sein. Und da sitzen kluge Menschen hinter. Da sitzen Menschen hinter, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als Spezifikationen zu schreiben, wie unser Internet funktioniert. Also warum nicht deren Ideen aufgreifen und für unsere Zwecke nutzen? Und dann auch noch die Benefits von einem HTTP2 mitbringen, dass er diese Möglichkeiten von einem dynamischen Nachladen auch hat. Wenn man jetzt eine große Datei hat oder große Quellen, kann man es nicht nutzen. Danke für den Hinweis. Das, was ich gezeigt habe, gilt für alle PHP-Versionen. Der Test ist mit PHP 5.6 gemacht. PHP 7 gegenüber 5.6 bringt halt irgendwas von 1,5 bis 2, irgendwas facher Leistung, wenn man Glück hat. Je nachdem, von wo man kommt, ist die Leistung dann 4 bis 8 Mal so groß von einem PHP 5.2 oder 5.3. Aber losgelöst davon, wir haben PHP als großes Feld, wo wir optimieren können. Und das können wir relativ einfach. Bei den anderen Faktoren können wir nicht einfach optimieren. Wir können nicht den Weg des Users von seinem Internetanschluss hin zum Server kappen. Da ist halt so ein langes Kabel, das einmal vielleicht um die halbe Welt geht. Da ist sein Telekom-Anschluss, der mit 16 Mbit bepreist und 2 liefert. Da können wir halt nichts machen. Das ist halt so, PHP, da können wir ran. Aber PHP 7, guter Punkt, klar, aktuelle Software. Immer aktuelle Software verwenden. Leistungsgeschwindigkeitsverbesserung kriegt man darüber mit. Ganz davon losgelöst, dass es glatter Selbstmord ist, alte Versionen auf Webservern zu verwenden. Und zu PHP 7 sei gesagt, es ist zwar produktiv und stabil, es gibt aber noch genug Ecken und Kanten, wo es bei WordPress-Plugins knallt. Wenn ihr also auf PHP 7 wechseln wollt, gebt dem lieber noch ein bisschen Zeit. Ansonsten habt ihr irgendwann das Problem, dass ihr auf weiße Seiten lauft und euch fragt, ihr habt doch nichts gemacht. Ansonsten PHP 7, aktuelle Softwareversion, gebt dem Ding noch ein halbes Jahr bis Jahr Zeit, danach super. Dann werden aus den 600 Millisekunden vielleicht 400 oder 500. Okay. Vielen Dank.